Hallo zurück zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema MPU, auch gerne mal Idiotentest genannt. Ich möchte euch in dem Video ein paar Mysterien aufklären und euch Tipps geben, was ihr beachten solltet und wie ihr euch für die MPU vorbereiten könnt. Das Wichtigste vorneweg, die Situation, die ich jetzt hier beschreibe, ist der Worst Case. Dazu muss es nicht kommen, wenn ihr euch an die Regeln haltet. Wenn es aber doch dazu kommt, dann setzt euch damit auseinander. Nur so wird es möglich, den Führerschein zurückzubekommen. So, das war jetzt eine kleine Ermahnungsrede vorneweg, jetzt geht's aber wirklich los mit dem Video. MPU ist eine Kurzform und heißt ausgesprochen medizinisch-psychologische Untersuchung. Dieser müsst ihr euch unterziehen, wenn euch der Führerschein zum Beispiel wegen Alkohol am Steuer entzogen wurde und ihr ihn wiederhaben wollt. Werdet ihr beispielsweise mit 1,6 Promille oder mehr am Steuer erwischt, ist euer Lappen erstmal weg. Erst nach Ablauf der sogenannten Sperrzeit könnt ihr die Fahrerlaubnis bei der Führerscheinstelle wieder beantragen. Wichtig, klärt so bald wie möglich, ob ihr eine MPU machen müsst. Sonst verliert ihr viel zu viel Zeit für die Vorbereitung. Das gilt vor allem bei Alkohol- und Drogenverfahren. Und glaubt mir, ihr braucht die Zeit. Müsst ihr zur MPU, dann nix wie ran an die Vorbereitung. Kostenlose Informationsabende sind da zum Beispiel eine Möglichkeit. Sinnvoll ist auch ein Gespräch beim Verkehrspsychologen. Das kostet allerdings. Wer dafür kein Geld hat, kann zu günstigeren Gruppensitzungen gehen. Wichtig ist eigentlich nur, ihr zeigt den Willen und macht irgendwas davon. Der Psychologe spricht mit euch über den Vorfall und gibt eine erste Einschätzung, ob für euch zum Bestehen der MPU das sogenannte kontrollierte Trinken ausreicht oder ob ihr einen Abstinenznachweis vorlegen müsst. All diese Vorbereitungsmaßnahmen und Nachweise sind Voraussetzung für eine positive MPU. Nur so könnt ihr überzeugend erklären und nachweisen, dass ihr euren Führerschein zurückbekommen solltet. Nur zu sagen, ich habe mich gebessert, reicht einfach nicht. Also bitte unterschätzt das Prozedere auf gar keinen Fall. Aber wie bekommt ihr jetzt euren Führerschein zurück? Kurz vor Ablauf der Sperrzeit stellt ihr bei der Führerscheinstelle einen Antrag auf Wiedererteilung der Fahrerlaubnis. Müsst ihr zur MPU, dann verlangt die Führerscheinstelle innerhalb einer bestimmten Frist das positive MPU-Gutachten von euch. Nur so bekommt ihr euren Schein wieder. Die MPU-Stelle dafür könnt ihr euch selber aussuchen. Aber was erwartet euch eigentlich bei der MPU? Die MPU dauert mehrere Stunden und besteht aus drei Teilen: dem medizinischen Check, einem Leistungstest und einem psychologischen Untersuchungsgespräch. In der ärztlichen Untersuchung wird geprüft, ob es Hinweise auf einen Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenmissbrauch gibt. Beim Leistungstest werden die Sinneswahrnehmung, die Reaktionsschnelligkeit und Genauigkeit sowie die Belastbarkeit des Probanden überprüft. Der letzte Schritt ist das Untersuchungsgespräch und das ist für die meisten der Knackpunkt. Hier müsst ihr euch selbstkritisch mit den Vorfällen in der Vergangenheit auseinandersetzen und beweisen, dass ihr verstanden habt, was passiert ist. Außerdem will der Gutachter wissen, was sich zum Beispiel seit der Alkohol- oder Drogenfahrt verändert hat und wie ihr sicherstellt, dass es in Zukunft nicht mehr dazu kommt. Und genau für dieses Gespräch ist es wichtig, dass ihr euch schon vor der MPU mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt und die Sperrzeit sinnvoll zur Vorbereitung genutzt habt. Wichtig, wenn ihr die MPU-Prüfung gemacht habt: Lasst euch das MPU-Gutachten ausschließlich nach Hause zustellen, da das weitere Vorgehen vom jeweiligen Ergebnis abhängig ist. Ist das Gutachten positiv, dann wird euch der Führerschein wieder erteilt. Ist das Gutachten dagegen negativ, sollte es nicht an die Führerscheinstelle weitergegeben werden. In diesem Fall nehmt ihr besser den Antrag auf Wiedererteilung der Fahrerlaubnis zurück. Ihr könnt den Antrag aber jederzeit wieder neu stellen und die MPU nochmal machen. Die Kosten für die MPU können zwischen 350 und 750 Euro liegen, je nachdem, wieso ihr die Untersuchung machen müsst. Die Kosten für Urin- und Haarproben bei Alkohol- oder Drogenvergehen sind hier nicht dabei. Das kostet extra. So, das waren jetzt mal die wichtigsten Punkte, die ihr zur MPU wissen solltet. Ihr merkt schon, das Thema ist kompliziert und die Gründe für eine MPU können völlig unterschiedlich sein. Aber egal, warum ihr zur MPU müsst, bereitet euch gut vor. Denn es ist billiger, sich vorzubereiten, als durchzufallen und immer wieder neu zu starten. Und wenn ihr euch an die Regeln haltet, ist die MPU für euch eh gar kein Thema. Alle Infos zum Nachlesen findet ihr wie immer unter dem Video. Tschüss, macht's gut und fahrt vorsichtig!